Ein Autohaus irgendwo in Deutschland. Auf den ersten Blick solide Angebote, vermeintlich makellos, top gepflegt, viele Schnäppchen. Doch unter der glanzvollen Fassade lauern möglicherweise gewaltige Risiken. Denn es sind allesamt Autos mit einer schlimmen Vergangenheit. Dieser Film führt uns auf Schrottplätze in den USA. In Hinterhofwerkstätten in Osteuropa. Und er erzählt die Geschichte von tickenden Zeitbomben. Ahnungslosen Käufern. Sowie einer fragwürdigen Rolle von Gutachtern und Aufsichtsbehörden. Das ist ein Riesengefahrenpotenzial, mit dem wir es hier zu tun haben. Unsere Geschichte beginnt in Eitorf in Nordrhein-Westfalen. Mein Bruder, der meldete sich bei mir und sagt, kann ich dir mal ein Angebot rüberschicken? Ich suche da ein Auto, ein neues. Ich sage, ja, schick mir mal den Link, gucken wir das an. So von den Werten, was da in der Anzeige drin stand, hörte sich das ganz gut an. Der Wagen, der war gegenüber einem normalen deutschen Verkaufspreis um 3.000 Euro ungefähr günstiger, weil es war eben ein Importfahrzeug. Vor 2 Jahren wurde der Bruder von Ulrich Kollatz im Internet auf die Anzeige eines Händlers aufmerksam. Ein solcher BMW X4, Baujahr 2018, top gepflegt, für gerade mal 45.000 Euro. Ein Traumauto, zum Greifen nah. Ja, hat sich den Wagen angeguckt und ist in die Verkaufsverhandlung gegangen, wie man das denn macht beim normalen Verkauf. Ja, und dann hat er sich den Wagen dann in den nächsten Tagen danach irgendwann gekauft. Doch schon nach kurzer Zeit gibt es Probleme. Ein merkwürdiges Knacken aus dem Fahrzeugheck, das immer bei Kurvenfahrten auftritt. Sein Bruder bittet Ulrich Kollatz, sich das Auto doch mal genauer anzuschauen. Denn der ist vom Fach, bildet Kfz-Gutachter aus. Man hat bei Fahrzeugen sofort ein Gehör. Sei es ein Motor, der gestartet wird, oder sei es eben auch bei der Fahrt selber, nimmt man sehr schnell irgendwelche Geräusche wahr, die nicht typisch sind, die da nicht hingehören. Und hier hätte es sein können, der Wagen hat vielleicht eine gewisse Zeit lang gestanden. Ne? Stoßdämpfer, ähnliches. Ne? Dann hat man auch schon mal Geräusche, aber es war nicht dieses Geräusch. Ja. So, und das veranlasst mich dann immer ein bisschen genauer zu gucken. Und das war das Fahrzeug seines Bruders. Der möchte nicht vor die Kamera. Zu sehr hat ihn das Ganze mitgenommen. Denn bei seinen Recherchen checkt Ulrich Kollatz über die Fahrgestellnummer auch die Geschichte des Autos im Internet. Spezielle Firmen bieten sogenannte History Reports an, eine Art virtuelle Fahrzeugakte. Kollatz entdeckt, dass der BMW im April 2018 in Florida offenbar einen schweren Unfall hatte. Das Auto wird dort als Total Loss aufgeführt, als Totalschaden. Es gibt sogar Fotos dazu. Sie zeigen massive Beschädigungen. Eigentlich wollte ich es zu dem Zeitpunkt immer noch nicht glauben. Ja, und habe gesagt, wenn das das Fahrzeug sein sollte, tatsächlich, dann hat das Ding einen Totalschaden erlitten, vorderen und Seitenbereich, rechts, links, und wurde dann irgendwo zusammengesetzt wieder, also wieder hergerichtet oder zusammengeflickt. Das war ein Schock, ein mega mächtiger Schock, weil er damit natürlich auch nicht gerechnet hätte. Also ich sag mal ganz krass, es ist so, als wenn ich jemandem mitteile, du hast da ein totes Auto gekauft. Du hast Geld ausgegeben für etwas, was es nicht wert ist. Für einen Haufen Schrott. Für einen Haufen Schrott. Hätte das sogar lebensgefährlich werden können? Kollatz geht der Sache nach und findet noch weit mehr heraus. Eine unglaubliche Geschichte. Ein Einzelfall. Das Angebot an US-Importen mit deutscher Zulassung ist riesig. Und viele Händler machen aus der Herkunft ihrer Fahrzeuge auch kein Geheimnis. Reparierter Vorschaden.
Reimport mit deutscher Zulassung und neuem TÜV. Fast schon schwierig, einen gebrauchten US-Import zu finden, der solche Merkmale nicht hat. Doch wie sicher sind diese Fahrzeuge? Wie funktioniert das Geschäft mit den amerikanischen Unfallautos? Wir machen uns auf Spurensuche und besuchen Autohäuser in verschiedenen Bundesländern. Dieser Händler war uns mit seinem üppigen Angebot aufgefallen. Das wollen wir uns einmal ansehen. Ein eleganter Laden. Der Händler hat sich auf deutsche Premiummarken und US-Sportwagen spezialisiert. Alles Importe aus den USA. Die Autos sehen vielversprechend aus. Auch die Preise sind recht günstig. Für Leute, die derzeit neu nichts kriegen, weil die Hersteller nicht liefern können, keine schlechte Alternative. So wie dieser 4 Jahre alte Porsche Macan für nicht mal 56.000 Euro. Ein attraktiver Preis. Die Fahrzeugidentnummern sind bei US-Autos offen zu sehen. Wir wollen sie überprüfen lassen, um mehr über diese Importwagen zu erfahren. Und zwar hier in München, bei der Firma Carfax. Kein anderes Unternehmen weltweit besitzt eine größere Datenbank, wenn es um die Fahrzeuggeschichte von Gebrauchtwagen geht. Der sogenannte Carfax-Report ist, anders als in Deutschland, in vielen Ländern ein unverzichtbarer Standard. Aber auch bei uns kann man ihn online kaufen für rund 35 Euro. Carfax speichert Fahrzeughistorien wie Besitzerwechsel und Laufleistungen, dokumentiert jeden Unfallschaden in einer Datenbank. Die Informationen kommen von Polizei, Werkstätten, Versicherern. Allein über US-Fahrzeuge hat das Unternehmen mehr als 14 Milliarden Daten gesammelt. In Deutschland spielen solche Informationen im Zulassungsprozess keine Rolle. Mit fatalen Folgen, wie wir noch sehen werden. Geschäftsführer von Carfax Europe ist Frank Brügging. Ohne Kenntnis über Fahrzeughistorien, sagt er, bestehe insbesondere bei US-Autos die Gefahr, dass Leute, ohne es zu ahnen, teure Gebrauchtwagen kaufen, die versteckte und oft massive Vorschäden hätten. Er zeigt uns den Report eines solchen Importfahrzeugs, das in München verkauft wurde. Wir haben hier jetzt ein Fahrzeug von einem deutschen Premiumhersteller, einem Audi TT, Ursprung USA. Und man sieht an der Historie schon viele andere Faktoren, halt, dass hier zum Beispiel im Jahr 2013 schon mal ein Schaden war. Dann gab es einen weiteren Schaden hier, der war schon ein bisschen intensiver vorne, also zum zweiten Mal verunfallt. Und dann letztendlich im April 2014 gab es einen Totalschaden. Hatte schon 3 Unfälle. Und aufgrund dieses Totalschadens wurde dieses Fahrzeug halt dann schon am selben Tag mit der Signifikanz von den Zulassungsbehörden, in dem Fall jetzt hier in Michigan, quasi aus dem Verkehr gezogen. Das heißt, es darf nicht mehr in den Verkehr zurückgelangen, weil es technisch nicht mehr reparierbar ist? Ganz genau. Ist der Grund? Genau. So, und wie sah der Wagen aus? Frontschaden. Man sieht auch hier sehr schön, der Airbag wurde ausgelöst. Völlig zerstört. Brügging schätzt, dass gegenwärtig mehr als 100.000 solcher US-Fahrzeuge mit früheren Totalschäden auf Deutschlands Straßen unterwegs sind. Und er zeigt uns noch andere Beispiele aus seiner Datenbank. Was wir hier sehen, das ist ja auch dieses Muster, dass überwiegend die BMWs, die Mercedes, die Audis, die Porsche, die Volkswagens, die Volvos dieser Welt quasi aus den USA dann exportiert werden. Das sind Premium-Fahrzeuge hier im westeuropäischen Markt. Und die finden natürlich dann schnell einen Abnehmer. Also das heißt, ich habe ein gigantisches Angebot und ich habe die Prozesse, die Strukturen. Ich habe halt dann auch die Prozesse an den Häfen in den USA, wo ich diese, ich nenne es ja immer, diesen Klumpen Schrott quasi verschiffen kann. Und dann entsprechend halt in die großen Häfen Westeuropas. Das heißt, es müssen hochpreisige Fahrzeuge sein, damit das Geschäft dann später im Weiterverkauf sich auch lohnt. Genau. Brügging will für uns die Fahrgestellnummern aus unseren Stichproben recherchieren und uns berichten. Das Ergebnis überrascht uns dann doch. Sämtliche Fahrgestellnummern aus unseren Stichproben verschiedener Händler gehören zu Pkw, die in den USA bereits einen schweren Unfall hatten und dort aus dem Verkehr gezogen wurden. Total Loss.
Totalschaden nennt man das dort. Wir erfahren, dass 2021 dieser Porsche Cayenne für rund $13.000 in den USA versteigert wurde. Jetzt steht er für knapp 80.000 Euro im Schaufenster eines Händlers. Wir wollen einige der Händler mit unseren Recherchen konfrontieren, fahren nochmal hin. Werden die Kunden immer über das wahre Ausmaß der Vorschäden aufgeklärt? Können diese Autos sicher sein? Was rechtfertigt in Anbetracht der Vorgeschichte diese Preise? Etwa die knapp 56.000 Euro für den Porsche Macan, den wir uns in diesem Autohaus angeschaut hatten. Laut Carfax ebenfalls ein Totalschaden. Im Februar für rund $14.000 auf einer Schrottbörse in den USA verkauft. Geschätzte Reparaturkosten damals mehr als $57.000. Das Auto vorne total zerstört. Wie ist es möglich, so etwas wirtschaftlich und wieder sicher zu reparieren? Jetzt aber sieht das Auto praktisch aus wie neu, hat sogar einen neuen TÜV. Wir fragen den Geschäftsführer. Gegen ein Interview hat er nichts einzuwenden. Kostet 55.750. Der hat den Aufbauunfall vorne gehabt. Ja. Sollen wir es ihm angucken? Ja, ich habe gerade Kundschaft. Das Auto mit diesem Vorschaden, dieser Preis, das passt nicht zusammen. Wir zeigen die Bilder, wir zeigen alles offen und ehrlich. Wir haben es im Inserat drin stehen. Ja. Und jeder da steht Vorschaden, hat einen Vorschaden, nicht genau. Das Totalschaden. Dann sehen Sie hier unten Total Loss und sowas. Also wir gehen da komplett im Vergleich zur Konkurrenz, gehen wir da komplett transparent mit rum. Was heißt Konkurrenz, wie macht die es? Die verkaufen die manchmal unfallfrei, die zeigen den Kunden nicht die Bilder. Was uns auffällt, häufig werden solche Autos im Kundenauftrag verkauft. Der Autohändler tritt nur als Vermittler in Erscheinung. Das wirft Fragen auf. Aber wenn Sie transparent wären, würden Sie ihn nicht im Kundenauftrag verkaufen. Denn ich habe in dem Moment geht da, aus der Gewährleistung. Nein, da müssen Sie mir gar nicht so ankommen mit dieser Aussage. Ansonsten müsste ich Sie leider rausschicken. Wir können sehr gerne normal sprechen. Ja, aber sowas müssen Sie mir gar nicht vorwerfen, bitte. Ja, als Vermittler müssen die Autohändler nämlich nicht gewährleisten. Aber Leute zahlen halt für so ein Auto 57.000 Euro? Unterschiedlich. Eventuell wird nochmal nachverhandelt oder sowas. Aber ich habe jetzt gerade gleich drei Kaufverträge, die geschrieben werden. Und alle Kunden, die hier auf dem Hof stehen, haben die Unfallbilder gesehen. Wissen Sie denn, wie das Auto repariert worden ist? Oder von wem? Wir können da gerne drüber sprechen. Ich bin aber gerade mit vier Kunden. Und weil bei uns Kundenzufriedenheit an erster Stelle ist und nicht das Fernseher oder Ähnliches, können wir da gerne gleich drüber sprechen. Ja. Wir sehen auch, unser Auto steht alle in Reihe und Glied sauber. Der hat auch einen großen Frontschaden gehabt. Sie sehen die Spaltenmaße, trotz einem Dodge Challenger, die vom Werk nicht die allerbeste Spaltenmaße haben, sehen Sie, wie der dasteht. Ja. Wir dürfen uns noch ein bisschen umschauen. Tun wir auch. Dann taucht der Händler wieder auf, macht uns einen Vorschlag. Ich habe gerade die Kunden gefragt, die gerade hier sind, die auch schon ohne Termin kamen und die wir uns gut gekümmert haben, die alles wissen. Die haben angeboten, sogar wenn sie möchten, wenn sie die Zeit dafür haben, würden die auch gerne über unser Autohaus, über unsere Arbeit auch was sagen. Das ist meine Art. Klar, warum nicht? Das Angebot nehmen wir gerne an. Wer hat denn was gekauft? Oder wer ist denn gerade dabei, was zu kaufen? Alle, ja? Sie auch? Ja. Challenger. Den da, oder wie? Nee, der steht in der Halle. Ach, steht in der Halle. Der wird gerade noch fertig gemacht. Aber auch einer, der jetzt einen Vorschaden hatte, ne? Ja, ja. Und was für einen? Kennen Sie den? Frontschaden. Frontschaden? Ja, die Bilder hatte ich gesehen. Ja. Also haben wir gesehen. Wie ist der, wenn ich den wieder weiterverkaufen möchte mit der Geschichte, ne? Wie? Du hast ja alle Unterlagen. Ja, schon, aber ein Käufer könnte eventuell sagen, Interessent, ja, also mit einem Vorschaden kaufe ich kein Auto. Gell? Das ist ja das Problem, oder? Ja, das ist ja das Problem. Aber ich weiß ja, dass das Auto einen Vorschaden hat. Oder wir wissen das, dass das Auto einen Vorschaden hat. Ja. Wir kaufen den, wir wollen den behalten, wir wollen ihn gar nicht mehr abgeben. Die Antwort auf die Frage, wer solche Autos repariert und für wen er sie verkauft, bleibt uns der Händler schuldig. Deswegen schauen wir uns das Geschäft genauer an und reisen in die USA. Dorthin, wo all die Unfallautos herkommen, die bei uns hübsch aufbereitet zu kaufen sind. Die Gegend um New York ist auch für Schrottautos einer der größten Umschlagplätze der Welt. Im Südwesten der Stadt liegt das gigantische Hafengebiet.
Nicht weit entfernt, Newark, ein paar Meilen westlich von Manhattan. Eine ziemlich schäbige Gegend. Das Viertel, ganz in der Nähe des Containerhafens, ist bekannt für seine vielen Schrotthändler. Massenhaft Unfallautos, die aus dem Verkehr gezogen wurden. Überwiegend Totalschäden, viele Luxusautos. Auf diesem Gelände entdecken wir Schiffscontainer. Offensichtlich ein Spediteur. Wir gehen hin, fragen, ob wir drehen dürfen. Keine Einwände. Auch hier zahllose Schrottautos, die auf ihre Verschiffung warten. Pro Tag, hören wir, gehen allein von diesem Gelände rund 20 Container raus. Dieser wird gerade beladen. Die Autos werden gestapelt, das reduziert die Kosten. Die Fahrzeuge hier gehen in den Südkaukasus, nach Georgien. Frühere Sowjetstaaten in Osteuropa, vor allem das Baltikum, seien wichtige Abnehmer, erfahren wir. Gleich um die Ecke ist der Schrottplatz von Bob. Auch er lässt uns aufs Gelände. Die Autos habe er auf Börsen im Internet ersteigert, erzählt er uns. Alles Totalschäden. Auch deutsche Marken, viele noch relativ neu. Für Händler wie ihn lohne sich die Reparatur nicht. Schon gar nicht in Amerika. Hier ist ein Dodge Durango von 2019. Laut Carfax war das ein Totalschaden. Die Versicherung kommt nicht für die Reparatur auf, weil es zu teuer ist. Teurer, als was alleine neue Teile kosten würden. Der ist nur noch für gebrauchte Teile gut. Und da ich mit Gebrauchteilen handle, ist der für mich ideal. Das Problem, erzählt Bob, sei, dass Autos mit registrierten Vorschäden in den USA von Versicherungen oft abgelehnt würden. Und es gäbe so gut wie keine Kreditbank, die solche Autos finanziert. Reparaturen machten in den USA daher keinen Sinn. Deswegen gingen praktisch alle diese Fahrzeuge ins Ausland. Doch wer verdient an diesen Autos überhaupt noch Geld? Wir reisen weiter nach Kalifornien. Östlich von Los Angeles haben wir einen Termin bei der Firma Copart. Von hier stammen viele dieser Unfallwracks, die wir an der Ostküste gesehen haben. Copart ist ein Konzernriese, der massenhaft Unfallautos vermarktet. Überwiegend Totalschäden. Alles Fahrzeuge, die von US-Versicherungen bereits abgeschrieben wurden. Dass wir hier drehen dürfen, ist eine absolute Ausnahme. Normalerweise gewährt das Unternehmen keinen Blick hinter die Kulissen. Yards wie diesen hier betreibt Copart in jedem Bundesstaat. Manche haben die Ausmaße einer Kleinstadt. Wir dürfen uns umschauen, werden von Offiziellen begleitet, die uns streng beobachten. Interviews sind nicht erlaubt. Doch wir erfahren, dass allein Copart pro Tag rund 175.000 Autos verkauft. Und das in rund 170 Länder der Welt. Der Konzern hat 7.000 Mitarbeiter. Börsenwert rund 30 Milliarden Dollar. Mit Schrottautos lässt sich jede Menge Geld verdienen, hier in Amerika. Wir sind online mit dem Produktmanager von Copart in der texanischen Hauptverwaltung verabredet. Scott Booker erzählt, dass bei ausländischen Käufern vor allem deutsche Marken auf der Wunschliste stehen. Mercedes, BMW, Audi. Buyers can get very Käufer können hier echte Qualitätsautos kaufen. Die Schäden lassen sich oft zu geringen Kosten reparieren. Deswegen haben diese Autos für diese Kunden einen großen Mehrwert. Die gehen in der Regel in Länder, wo die Arbeitslöhne gering und oft auch die Teile billiger sind. Und so können diese Fahrzeuge einfach repariert und wieder in den Verkehr gebracht werden. Das ist Lateinamerika, das sind eine Menge osteuropäische Länder, Afrika, der Nahe Osten. Das sind die größten und daher wichtigsten Käufer hier bei Copart. Doch wie genau funktioniert der Handel mit den Schrottautos? Wir dürfen bei einer Online-Versteigerung von Copart zuschauen. Es geht zu wie in einer Bingo-Show. Im Minutentakt gehen die Gebote ein, werden Fahrzeuge ins Ausland versteigert. Dieser hier geht nach Armenien. Sold on approval.
ein anderer in die Ukraine. Sold on approval. Hier liefern sich Käufer aus dem Oman und dem Libanon ein Duell um eine zerstörte S-Klasse. Jedes verkaufte Auto spült den Versicherungen noch ein paar Dollar in die Kassen und Copart kassiert Verkaufsprämien. Ein gigantisches Geschäft. Doch lassen sich solche Autos auch wieder so reparieren, dass sie wirklich sicher sind? Wir sind zurück in Deutschland und treffen uns noch einmal mit Ulrich Kollatz. Er hatte uns ja vom Fall seines Bruders berichtet, der einen BMW X4 gekauft hatte. Ein US-Import aus einer Online-Auktion. Dass das Fahrzeug ein Totalschaden war, hatte der Händler jedoch verschwiegen. Schon bald nach dem Kauf hatte sich der Bruder über merkwürdige Geräusche gewundert. Der Kfz-Fachmann checkte daraufhin das Fahrzeug und stellte fest, dass die Spaltmaße nicht stimmen, das Auto irgendwie verzogen ist. Und es kommt noch schlimmer. Bei dem Unfall in Amerika war offenbar ein Crash-Element zerborsten, das die Fahrgastzelle schützt. Der Schaden wurde völlig unfachmännisch repariert. Bei einem erneuten Unfall eine Katastrophe. Bei der Begutachtung ist dann aufgefallen, dass im Motorraum eine Schweißnaht eines Bauteils zur Hauptfahrgastzelle gebrochen ist und die nicht wieder geschweißt wurde, so wie es hätte sein müssen. Im Originalzustand ist diese Naht komplett geschlossen. Das hat was mit den Querwiderständen zu tun. Das heißt, bei einem Seitenaufprall eines Fahrzeuges, deswegen ist auch diese Naht hier gebrochen, das ist auch eigentlich die Aufgabe dieser Schweißnaht, dann so zu fungieren und zu sagen, so fängst du mir diese Spannung ab und überträgst die nicht auf eine Stelle, sondern überträgst sie auf die gesamte Fahrzeugfront. Ja. Also auf die gesamte Hauptkarosserie. So, und das ist so nicht mehr gewährleistet. Das heißt, jetzt noch ein so ein Aufprall, der braucht geringere Geschwindigkeit nur zu haben. Ja, überträgt sich volles Programm auf diesen Punkt. Und das ist Fahrerseite, heißt, kriegt der Fahrer einen mit. Und das nicht von ungefähr. Das heißt, das ist lebensgefährlich? Ich schätze das als lebensgefährlich ein, ja. Der Schock, sagt Kollatz, sitze seinem Bruder bis heute in den Knochen. Deswegen wolle er mit uns über den Fall auch nicht reden. 45.000 Euro hatte er für das Auto bezahlt, im Glauben, ein gutes Geschäft zu machen. Doch stattdessen hat er richtig viel Geld verloren. Andere haben daran gut verdient. Ulrich Kollatz hat das Ganze einmal grob überschlagen. Dieser Wagen jetzt hier, der ist für 3.000, 4.000 Euro ist der versteigert worden an der Börse in Amerika. Das zahlt erstmal der, der den Wagen ersteigert. Dann kommen Transportkosten hinzu für verladen Container. Und dann hier nach Deutschland, beziehungsweise über andere Kanäle, sei es mal wegen Polen oder Litauen. Da kommen wir hinterher auf Kosten 10 maximal, also wirklich gut gerechnet 10.000, 12.000 Euro, die er investieren musste jetzt für dieses Fahrzeug. Für die Einfuhr, für die Reparatur wahrscheinlich, ne? Oder für was noch? Ja, also wirklich schon grob gerechnet, dass er den Wagen hier nach Deutschland kriegt und dann hier mit Billigteilen irgendwie zusammenschraubt. In diesem Zustand sozusagen? In diesem Zustand. Und verkauft wurde er für? 45.000. Also 35.000 Euro Gewinn? Na, und 30.000 bis 35.000 Euro machen die da einen Gewinn an so einem Wagen in der Klasse. Deswegen lohnt sich das. Doch wer sind die Leute, die solche Totalschäden kaufen und wieder reparieren? Wie lässt sich aus Unfallschrott so viel Profit erwirtschaften? Wir reisen dorthin, wo das Geschäft mit den US-Importen angeblich blüht, nach Litauen. Unser Ziel Kaunas im Nordwesten der früheren Sowjetrepublik. Die Stadt gilt als Drehscheibe für den Handel und die Aufbereitung von US-amerikanischen Schrottfahrzeugen. Tatsächlich müssen wir nicht lange suchen, stoßen bei unserem Streifzug durch die Stadt zufällig auf diese Werkstatt in einem Wohngebiet. In der Garage ist gerade ein US-Sportwagen in Arbeit. Jüngeres Baujahr, offensichtlich mit schwerem Frontschaden. Wir fragen den Chef, ob wir hier drehen dürfen. Er hat nichts dagegen.
Ich repariere Autos, die mehr oder weniger so aussehen wie dieser hier. Nach Möglichkeit sollte der Schaden vorne sein, auch wenn es schlimm aussieht. Das ist quasi ein Bauteil und dann ist das relativ einfach. Man legt den Rahmen frei, die Kotflügel kommen weg, der Kühler. Dann zieht man das wieder raus und dann baut man das wieder zusammen. Auch dieses Fahrzeug ist ein US-Import. Der Längsträger, hier grafisch hervorgehoben, ist schwer beschädigt. Ein sicherheitsrelevantes Bauteil, das zwingend ausgetauscht werden müsste. Doch solche überlebenswichtige Teile werden häufig nur notdürftig repariert. Das zeigt dieses Video. Der beschädigte Träger wird einfach wieder gerade gezogen. Bei einem erneuten Unfall besteht die Gefahr, dass das Bauteil kollabiert. Für die Insassen kann das absolut lebensgefährlich sein. Oft hören wir, würden nicht einmal defekte Airbags ausgetauscht. Und auch bei der Qualität der Ersatzteile wird gespart. Es gibt hier jede Menge billige Teile, gerade Karosserieteile, die kommen oft aus Taiwan oder China. Eine originale Motorhaube würde 2000 kosten, dann kosten die hier nur 500. Okay, die Qualität ist nicht so gut wie bei den Originalteilen, aber naja, ist doch ausreichend. Man würde den ganzen Aufwand nicht für ein billiges Auto machen, aber wenn da nachher 40.000, 50.000 Euro bei rausspringen, warum nicht? Ist denn Deutschland der wichtigste Markt für solche reparierten Totalschäden aus den USA? Ich glaube schon. Da gibt es eine Menge Leute, die amerikanische Autos wollen. Tschechien ist auch eine gute Adresse, aber Deutschland ist der größte Abnehmer. Was wir in dieser Werkstatt sehen, ist völlig legal. Doch es gibt scheinbar jede Menge schwarze Schafe, erfahren wir. Ortstermin bei der Kriminalpolizei von Kaunas. Die Behörde führt regelmäßig Razzien in Autowerkstätten der Gegend durch. Alexei Gubenko zeigt uns einen aktuellen Ermittlungsfall. Die Autoteile, die in dieser Halle lagern, wurden alle gestohlen und sollten für die Reparatur amerikanischer Schrottautos verbaut werden. Diese Ware hier wurde sichergestellt. Die Täter sitzen in Untersuchungshaft. Hier ist das älteste Ersatzteil von einem 2 Jahre alten Auto. Es sind Teile von Mercedes und BMW, alles hochkarätige Fahrzeuge, die noch vor einem halben Jahr in Deutschland auf den Straßen fuhren. Das Diebesgut werde häufig gezielt in Deutschland bestellt, erzählt uns Alexei Gubenko. Kriminelle Banden ziehen dann hierzulande herum, etwa in Tiefgaragen, und schlachten entsprechende Luxusfahrzeuge regelrecht aus. Das hier sind Teile für den Innenraum, für die Karosserie. Da hinten sieht man Sitze, Teile des Armaturenbretts, auch Rahmenteile. Das wird alles für Reparaturen oder für den Zusammenbau dieser Unfallautos benutzt. Das Geschäft mit gezielt gestohlenen oder gefälschten Bauteilen beschäftigt die Polizei seit langem. Alexei Gubenko führt uns noch zu einem Gelände für beschlagnahmte Fahrzeuge. Viele hier wurden mit geklauten Teilen repariert. Bei diesem Fall wurde ein Mann verhaftet wegen des Verdachts der kriminellen Beschaffung. Wir haben dieses Auto in seiner Garage gefunden, das zusammengebastelt wurde. Spätere Ermittlungen haben gezeigt, dass einige verwendete Ersatzteile gestohlen worden waren. Die kamen sogar aus 3 verschiedenen Ländern. Das Geschäft mit den Totalschäden aus Amerika, sagt Gubenko, sei eine echte Plage. Die Polizei komme mit den Ermittlungen kaum noch hinterher. Es gebe in Litauen einen Schwarzmarkt, der praktisch ganz Osteuropa bediene. Und
Meistens sind es Vermittler, die die geklauten Teile beschaffen und das alles organisieren. Aber Litauen ist als Land viel zu klein für diesen Riesenmarkt der geklauten Ware, die aus Deutschland kommt. Hier landet tatsächlich nur ein kleiner Teil. Der größte Teil geht in andere Länder in Osteuropa, die großen und die kleinen Brüder, Asien oder auch die früheren GUS-Staaten. Die Behörden hier schätzen, dass in den vergangenen 5 Jahren knapp 800.000 Unfallautos aus den USA in die west- und osteuropäischen Märkte exportiert wurden. Einige landen frisch aufbereitet hier, auf diesem Autobazar am Stadtrand der litauischen Hauptstadt Vilnius. Die Instandsetzung von Totalschäden ist erstmal nicht illegal. Manche Werkstätten arbeiten fair und korrekt. Kriminell wird es erst, wenn die Reparaturen nicht fachgerecht erfolgen, Fahrzeuge nicht verkehrssicher sind und Käufer über die Historie der Autos nicht aufgeklärt werden. Doch müsste das nicht auffallen? Schließlich ist für die Zulassung gebrauchter US-Importe in Deutschland ein spezielles Vollgutachten vorgeschrieben. Um das kümmert sich beispielsweise der deutsche TÜV, angeblich sogar direkt vor Ort in Litauen. Einen entsprechenden Hinweis finden wir auf dieser Webseite eines Autohändlers aus Kaunas. Der macht Werbung mit dem TÜV Nord. TÜV-Spezialisten würden hier alle 2 Wochen technische Prüfungen durchführen, heißt es. Mit den Dokumenten sei es einfach, die Fahrzeuge in einem anderen EU-Land zuzulassen. Also auch in Deutschland. Wir fahren zu der Adresse in Kaunas, dürfen in der Werkstatt drehen. Dort ist gerade hochpreisige Ware in Arbeit. Wie wir erfahren, alles ehemalige US-Totalschäden. Wir fragen den Chef, ob es stimmt, dass TÜV-Mitarbeiter regelmäßig seine Fahrzeuge begutachten. Ja, alle unsere Autos, die wir auf dem deutschen Markt verkaufen, werden vor dem Verkauf von TÜV-Experten begutachtet und es werden TÜV-Zertifikate ausgestellt. Der Händler sagt, man würde hier fair und gewissenhaft reparieren. Und tatsächlich, wenn fachgerecht gearbeitet wird, steht einer Zulassung in Deutschland nichts entgegen. Das Problem aber ist, dass man gute Reparaturen von gefährlichem Pfusch optisch kaum unterscheiden kann. Das macht den Handel mit diesen Autos so unberechenbar. Diese Überprüfungen finden hier statt, in dieser Werkstatt? Oder? Nein, nicht hier. Es sind andere Adressen. Alles Werkstätten in Kaunas, wo deutsche Fachleute hinkommen. Diese Zertifikate schaffen einen zusätzlichen Wert. Die Autos kann man damit lukrativer verkaufen. Wie kann das sein? Eigentlich gilt für Deutschland, gebrauchte Fahrzeuge, die nicht aus der EU stammen, dürfen nur in Deutschland überprüft werden, wenn sie dort auch zugelassen werden sollen. Und nicht in Litauen oder sonst wo im Ausland. Zurück in Deutschland schauen wir uns noch einmal die Anzeigen gebrauchter US-Importe auf den Online-Portalen genauer an. Immer wieder der Hinweis auf diese sogenannten Vollgutachten nach § 21 zur Erlangung der Betriebserlaubnis. Sind da Gutachten darunter, die aus Litauen stammen? Prüft der TÜV dort tatsächlich? Auf Nachfrage bestätigt der TÜV Nord uns, man begutachte vor Ort unter anderem Fahrzeuge mit möglichen Vorschäden auf Vorschriftsmäßigkeit, Verkehrssicherheit und Umweltverträglichkeit nach § 21 StVZO. Und durch die Benennung zum Europäischen Technischen Dienst sind Begutachtungen von Kraftfahrzeugen im gesamten EU-Raum möglich. Was darf der TÜV Nord und was nicht? Das Kraftfahrtbundesamt, das solche technischen Dienste benennt, erklärt uns, es sei für Begutachtungen auf Basis der StVZO nicht die zuständige Behörde. Wir sollen bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde nachfragen. Das ist, im Fall des TÜV Nord, das Verkehrsministerium Niedersachsen. Weiß man dort, was der TÜV in Litauen macht? Auf die Antwort sind wir gespannt. Doch zunächst fahren wir in den Nordosten Bayerns. Die Autobahn A9 bei Hof ist eine wichtige Transitroute nach Osteuropa. Wir haben uns hier mit der Polizei verabredet.
Raphael Prietzel und Nicole Kraus sind von einer Sonderermittlungsgruppe, Abteilung Grenzpolizei. Sie stehen am Fahrbahnrand in Stellung, fahnden nach Fahrzeugen, die gestohlen wurden oder nicht verkehrssicher sind. Hegen Sie Verdacht, nehmen Sie die Verfolgung auf. Dieser Audi, sagt Raphael Prietzel, passe ins Fahndungsmuster, könnte ein reparierter Totalschaden sein. Grundsätzlich gehen wir mal von US-Importen immer von hochwertigen Fahrzeugen aus oder hochmotorisierten Fahrzeugen. Ne? Ja. Und das merkt man ja dann letztendlich immer erst bei der Kontrolle, ob es sich um ein amerikanisches Fahrzeug handelt oder nicht. Ne? Man hat schon mal solche Fahrzeuge, die zum Beispiel hinten tatsächlich auf dem Anhänger drauf sind und Richtung Süden gefahren werden und verkauft werden sollen. Und wir informieren natürlich dann schon die Käufer, ob sie über die Unfallschäden Bescheid wissen. Der hat es vielleicht aus Litauen und in Litauen dann zu ermitteln, wo die Fahrzeuge her sind, es wird halt immer schwieriger. Ne? Rastanlage Frankenwald. Regelmäßig finden hier Polizeirazzien statt. Der Audi wird gecheckt. Die Fahrgestellnummer abgefragt. Prietzel schaut nach Teilenummern. Die Beamten können feststellen, ob Fahrzeugteile aus registrierten Diebstählen stammen. Keine Auffälligkeiten, keine Vorschäden. Der Besitzer kann weiterfahren. Prietzel und seine Kollegin gehen häufiger Autos ins Netz, die nicht verkehrssicher sind. Auch reparierte US-Importe. Doch die Fahndungserfolge seien nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Man bräuchte mehr Personal, denn die Methoden der Täter würden immer perfider. Je mehr Länder das natürlich involviert sind, wo die Zulassungen stattgefunden haben, also jetzt nicht nur Deutschland zum Beispiel, sondern die Fahrzeuge werden in Holland, in Frankreich, dann kommen sie wieder auf den deutschen Markt oder. Umso schwieriger wird das Ganze natürlich. Die Täter wollen natürlich die Spuren möglichst gering halten, am liebsten komplett verwischen. Das heißt, die führen diese ganzen Verträge, Käufe, Verkäufe natürlich mit Bargeschäften ab. Möglichst wenig Kontakten, möglichst wenig schwarz auf weiß. Und ja, so kann man das dann auch ein Stück weit verschleiern. Die Ermittlungsgruppe in Hof ist die einzige ihrer Art in Deutschland. Andere Bundesländer haben erst gar keine Fahnder für Schrottautos aus den USA. Die Polizei hier steht in ständigem Kontakt mit der örtlichen Zulassungsstelle. Sobald dort ein US-Import auftaucht, werden die Dokumente an die Fahnder weitergeleitet. Das sind über diese Salvage-Zertifikate aus den Staaten, was ja letztendlich bedeutet, dass das Fahrzeug einen massiven Schaden hatte. Ja, und genau. Und hier sieht man auch, dass das hier auch ein Gutachten gibt, also ein ohne erkennbare Mängel. Ohne erkennbare Mängel, genau. Das ist auch so ein Fall, wie sieht man schon. Das ist jetzt das Oklahoma. Auch da ist ein Salvage-Title. Genau, und man sieht auch schon, wo das Fahrzeug hingegangen ist. Baltic Auto Shipping, also der ist wahrscheinlich in Litauen gelandet. Ne? Vermutlich in Litauen gelandet, genau. Und auch hierfür steht ein Gutachten, ohne festgestellte Mängel. Ja. Ist ja schon passiert, dass man festgestellt hat, es kann nicht in den Verkehr zugelassen werden, obwohl es ein gültiges TÜV-Gutachten hat? Ja. Das passiert? Ja. Was geschieht da mit dem Fahrzeug? Darf nicht zugelassen werden, oder wenn es schon zugelassen ist, wird es aus dem Verkehr gezogen. Und was ist mit dem Besitzer, der davon wahrscheinlich gar nichts weiß? Der gutgläubige Erwerber kann natürlich nur gegen den Verkäufer vorgehen. Ne? Der irgendwo im Vermittlungsauftrag steht und der gar nicht existiert. Wenn er Pech hat, dann bleibt er eben auf seinen Kosten sitzen. Solche Fälle gab es auch schon. Ne? Genug. Macht Deutschland die Zulassung für solche Importfahrzeuge zu leicht? Wie viele solcher Pkw mit fragwürdigen Reparaturen rollen über Deutschlands Straßen? Der TÜV Nord hatte eingeräumt, dass er in Litauen Vollgutachten für die Betriebserlaubnis in Deutschland erstelle. Darf er das überhaupt? Wir erhalten Antwort von der zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Verkehrsministerium in Niedersachsen. Man teilt uns mit, dass man von diesen TÜV-Aktivitäten nichts wisse. Und gesetzlich zulässig seien sie nicht. Zitat: Grundsätzlich ist es sowohl den technischen Prüfstellen der TÜVs als auch den akkreditierten technischen Diensten nicht gestattet, Prüfungen für die Genehmigung von Einzelfahrzeugen im Ausland durchzuführen. Wenn sie es dennoch tun,
Sind dann Gutachten, die in Litauen erstellt wurden, in Deutschland überhaupt rechtsgültig? Oder müssten im Ausland begutachtete Fahrzeuge nicht wieder ihre Betriebserlaubnis verlieren? Doch auf solche Fragen will uns niemand antworten. Weder das Kraftfahrtbundesamt noch das Verkehrsministerium in Niedersachsen als oberste Aufsichtsbehörde fühlen sich dafür verantwortlich. Die Sonderermittler in Hof sehen die Aktivitäten des TÜV im Ausland schon seit längerem kritisch. Ich denke jetzt einfach mal, wir reden halt hier von einer Firma. Ne? Und das macht für mich einen Unterschied. Das ist ja keine Behörde in dem Sinn, eine staatliche Behörde. Die handelt ja nur im Auftrag und macht ja hier die Gutachten oder Hauptuntersuchungen oder was, weiß nicht, was noch für Gutachten. Gutachten im Auftrag ausländischer Kunden für die Zulassung in Deutschland. Ein lukratives Geschäft für Zertifizierer wie den TÜV Nord. Und noch etwas stört die Ermittler. Sie hätten gerne legalen Zugriff auf eine Datenbank, um die Historie eines Fahrzeugs zu überprüfen, so wie in skandinavischen Ländern oder in den USA. In Deutschland sei das rechtlich nicht möglich. Die Ermittlungsarbeit ist hier sehr, sehr schwierig, weil wir natürlich immer die Problematik haben, dass wir die fahrzeugbezogenen Daten, sprich die Fahrgestellnummer, bei solchen Geschichten nicht zur Hand haben. Nicht wie es in Amerika ist zum Beispiel oder in anderen europäischen Ländern, wie in Schweden zum Beispiel, wo die Fahrgestellnummer nicht dem Datenschutz unterliegt. Das entstand ja mal in den, Ende der 80er Jahre, glaube ich, oder Anfang der 80er, dass man diese Fahrgestellnummer dem Datenschutz unterlegt hat, die aber keinerlei Personenbezug hat. Und das wurde schon an so viele Stellen herangetragen, aber wie gesagt, man stößt halt auf taube Ohren. Ja. Ja, was ist denn die Quintessenz? Letztendlich ist doch die Quintessenz draus, ich fahre mit so einem Fahrzeug, das nicht mehr verkehrssicher ist, draußen rum. Es sterben Menschen. Eine bittere Bilanz. Und auch für den Bruder von Ulrich Kollatz hätte die Geschichte tödlich enden können. Zum Glück war der Reparaturpfusch am BMW noch rechtzeitig aufgefallen. Das Problem, sagt Ulrich Kollatz, sei, dass viele Händler sich um Gewährleistungen drücken und häufig nur als Vermittler auftreten. Die eigentlichen Verkäufer seien selten auszumachen. Und auch, dass Vorschäden verschwiegen oder verharmlost werden, kann für Betroffene im Zweifel rechtlich zur Falle werden. Wenn man einen Schaden bagatellisiert, man hat zwar einen Schaden dargestellt, aber man redet den klein. Denn es ist unheimlich schwierig bei Gericht, das hinterher beweisen zu können. Als Verbraucher, als Geschädigter. Als Verbraucher, genau. Das heißt, wenn ich eine Zivilklage anstrebe gegen jemanden, um mein Geld wieder zu bekommen, ja, dann muss ich beweisen, dass er das bagatellisiert hat. Ja. Weil der geht immer hin und sagt, es steht doch da geschrieben. Die juristische Auseinandersetzung um den fahrlässig reparierten BMW blieb auch den Brüdern Kollatz nicht erspart. Man muss überlegen, das Ding hat von 2019 Oktober bis im letzten Jahr gedauert, aber auch trotzdem nur bewusst mit einem Teilerfolg. Also immer noch mit Verlust. Immer noch mit Verlust. Ja, das heißt, wir mussten den Wagen zurücknehmen, man kriegt weniger Geld und ist das Problem dann los. Und dann kriegt der Nächste den Wagen dann irgendwo angedreht, sage ich jetzt mal so. Ja. Und dann wird das Spielchen dort fortgesetzt. Ja. Also es wiederholt sich einfach. Es wird sich ganz einfach wiederholen. Das heißt, ein Schaden ist geblieben. Ne? Der Schaden ist geblieben. Und ich befürchte auch, dass dieses Fahrzeug nach wie vor im Umlauf sein wird. Nicht verkehrssicher, muss ich ganz klar in dem Zusammenhang sagen. Vielleicht hat es jetzt ein anderer in einem anderen Land gekauft und weiß nicht, was er da gekauft hat. Ja. Auch dieses immer diesen nach Treu und Glauben. Immerhin haben sie vor Gericht Recht bekommen. Doch solange die Politik das Thema Schrottautos aus den USA nicht ernst nimmt, fahren weiterhin jede Menge tickende Zeitbomben auf unseren Straßen.